Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank. Letzten Folge haben wir uns auf diesem Planeten hier durch alles durchgekämpft, der eben von dem Blark angegriffen wird. Dann haben wir hier übelst viele Gegner platt gemacht, so um die 200-300. Jetzt sind wir hier. Erstmal fülle ich mein Leben auf. So, und jetzt reden wir mal mit dem Heini. Guten Morgen. Ich kann's nicht glauben. Ratchet und Clank hier bei Gadgetron. Ich bin Wendell Lumos. Ich bin Geschäftsführer dieses schönen Unternehmens. Ich bin ein großer Fan Ihrer Waffen, Mr. Lumos. Wissen Sie, Clank und ich arbeiten an der Rettung der Galaxie und brauchen eine Holo-Verkleidung. Ich fürchte, wir führen dieses Produkt nicht mehr. Diese scheußlichen Blark haben unsere Vorräte geklaut. Winziges Sicherheitsproblem, nicht der Rede wert. Wir haben ja noch den Prototypen, aber den gibt es nur als Preis bei unserem Hoverboard-Wettbewerb. Nehmen Sie noch Wettbewerber an? Natürlich, aber wie du siehst, haben wir ein kleines Überschwemmungsproblem. Die Blark haben heute früh den Damm bombardiert. Du hast nicht zufällig einen Hydro-Beamer, oder? Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Oh, ich dachte, ich kann die Schilde kaputt machen. Zack. Alles klar, das passt doch in so ein kleines Ding rein. Mhm. Gute Nachricht. Aber sicher. Ich habe soeben erfahren, dass unsere Sicherheitsdrohnen alle Gefahren auf dem Hoverboard-Parcours beseitigt haben. Das bedeutet, wir können nun mit dem Wettkampf fortfahren. Diese Synchronisation. Dafür müsste ich ihn eigentlich umbringen. Moment mal. Seht mal, wie er guckt. Egal, so. Den Bronzepokal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Lass mich in Ruhe. Der Kleine hat Boah. Über Punkt, wenn man hier durchfährt. Der Gewinner ja. Bekommt unser wertvollstes Produkt. Einen Holo-Verkleidungsprototypen. Oh, wir müssen durch diese Kisten, um ihr Boost zu kriegen. Na, verdammt daneben. Boah, ich hasse. Oh, ist das schnell. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Natürlich bin ich schnell. Aber ich bin immer noch nicht Erster, ich bin immer noch Vierter. Auf dem letzten? Alter, das wird ja immer schwieriger. Ich krieg aber zu wenig Boosts. Oh, wäre ich oben lang gefahren, hätte ich sicher geschafft. Aber jetzt bezweifle ich, dass ich überhaupt noch irgendwas schaffe. Was war das denn jetzt? Warum ist meine Steuerung los? Ich würde dir echt gern diese Holo-Verkleidung geben, aber du musst erst gewinnen. Versuch's ja schon. Diese Viecher, da bremsen ein. Immer kurz vorm Ende schaffe ich das irgendwie. Okay, ich muss alles riskieren, indem ich hier oben lang gehe. Wow. Wow, ich glaube, ich habe einen guten Vorsprung. Habe ich gewonnen? Ich weiß es nicht. Ja! Alter, das ist schwer. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist deine Holo-Verkleidung. Tu mir einen Gefallen. Wenn du sie benutzt, schreib was darüber in den sozialen Medien. Die Kids lieben diese sozialen Medien. Hashtag Gadgetron. Aber muss man schon sagen,
Die Zeit war ganz schon gut. Elaris, bitte komm. Wir haben die Holo-Verkleidung. Klasse. Geh zum Schiff zurück. Ich gebe unserem Angriffsplan schnell den letzten Schliff. Ich erklär's dir, wenn du da bist. Wir haben die Quali fürs nächste Pokalrennen. So. Würde ich sagen, fliegen wir noch zum nächsten Planeten. Öffne noch dieses Pack. Und dann, ja, werden wir sehen, wie wir weitermachen. Das werde ich machen, indem ich hier das hier noch aufmache. Und dann, zack. Steakmesser. Ich liebe dieses Spiel. Da sind endlich Munition auch noch. Das gefällt mir. Kann man den aufmotzen? Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Reichweite für den. Lassen geht das. Scharfinator, ja. Der hier die Reichweite. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob ich den auch benutzen werde. Aber ich denke, ich motze den hier erstmal komplett auf. So, und den Rest. Mal nachdenken. Was benutze ich denn oft? Das benutze ich oft, habe ich aber schon. Den Jägerwerfer, den HD-Verpixler. Den Verpixler, glaube ich, motze ich noch mal kurz komplett auf. Zack. Dann noch Guviton. Nee. Den Aggressor. Karten, brauche ich Karten. Einschlagschaden. Der macht mir ein bisschen zu wenig Schaden. So. Würde ich sagen. Super. Aber vor, Munition noch auffüllen. Wir sollten zum Schiff zurück. Kann die Waffe überhitzen? Nee, geht nicht. Komm schon. So ist man zwar schneller, aber es ist trotzdem nicht so schnell. Kann man nicht gedrückt halten oder so. Egal. Hoffentlich, dass es keine blockierte Spielszene gibt. Wird zwar höchstwahrscheinlich so sein, aber egal. Sie ist nicht blockiert. Juhu! Okay, Schutztruppen. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie wir den Deplanetisator endgültig vernichten können. Wenn wir Ratchet und Clanks Hochverkleidung von Gadgetron energetisieren, können sie sich für kurze Zeit die Gestalt von Captain Quark annehmen. Mit dieser Tarnung können sie die Primärschilde des Deplanetisators passieren. Hallo Bürger! Ich möchte nur kurz in den Kraftraum. Alles klar, Captain. Von da aus müssen sie in den Deplanetisator Sternknackenraum. Der Deplanetisator nutzt einen Schwerkraftstabilisator, um sich über seinem Ziel auszurichten. Wird der Stabilisator entfernt, driftet der Deplanetisator von seinem Ziel ab und wir können ihn angreifen. Auf Ratchet und Clanks Befehl aktivieren wir die neuen Magnetbooster, drehen den Deplanetisator und retten die Galaxie. Verstanden, Elaris. Sind unterwegs. Kann losgehen. Her mit den Koordinaten. So, ich hoffe, jetzt gibt es keine blockierte Spielszene. Ich bete dafür. Ich bete echt. Lieber Gott, lass keine blockierte Spielszene da sein. Und los! Wenn nicht, tut's mir leid, dann erkläre ich euch gleich, was in der Spielszene passiert ist. Aber erstmal der Ladebildschirm. Ich sagte, der Ladebildschirm. Das heißt, du musst jetzt... So, meine Damen und Herren, ich bin wieder da und es gab eine blockierte Spielszene, in der ist eben Quark zu dem Chef der Blarkin gegangen, hat ihn angeschnauzt, wieso er uns umbringen wollte, dass er das doch gar nicht wollte. Also Quark tut es anscheinend leid, dass er das getan hat, obwohl er so ein Arsch ist. Und da habe ich gerade was gesehen. Und dann kam Dr. Nefarious, also der Hauptböse, der hat dann den Anführer der Quarks, der Blark, verraten. Während Quark nicht mehr da war und das also nicht wusste, hat er in einer Rakete in den Planeten reinfliegen lassen. Ja, und das war's eigentlich. Jetzt geht's wieder weiter. Aber davor. Ihr gehört mir! Und er hat den Typen davor noch in Schaf verwandelt. Mit dem Scharfinator. Das heißt, er besitzt auch einen. Ich würde sagen, wir gehen hier zuerst hoch. Das geht nicht. Ich weiß, hier geht's auch nicht. Frage, ist ja jetzt wieder ein neuer Planet, ob es jetzt hier wieder eine neue Waffe gibt, obwohl, kann man das hier mit kaputt machen? Ne, geht nicht.
So, neue Waffe. Gibt's nicht. Der Todeslandschuh, was ist das hier? Viel größere Entfernung und noch schneller rennen. So. Mach ich mal kurz. Ich sollte lieber erstmal die Holo-Verkleidung ausprobieren. So, ja, alles zerstören. Übrigens, den Plan habt ihr ja noch gehört. Das heißt, wir verkleiden uns jetzt in Captain Quark. So, das ist eine Waffe. Die Karten. Ah, okay. Hallo, Captain Quark. Sie sehen heute sehr heldenhaft aus. An alle Deplanetisator-Mitarbeiter. Wenn ihr Eindringlinge seht, bitte den Eindringlinge-Vernichten-Schalter betätigen. Das ist der große Rote, der so aussieht wie alle anderen Schalter. Beim nächsten Deplanetisator müssen wir das besser planen. Bereit machen zur Zerstörung. Entsorgungsfeld aktiviert. Das heißt, wir sollten uns nicht in Widget verwandeln. Obwohl, wenn ich das jetzt zerstöre. So, dann wieder verwandeln. Ach, springen. Also, egal was wir machen, sagen wir uns, ups. Nein, nein! Lass mich nur. Ich glaube, das lege ich mal auf irgendeine Karte. Das hier ist dann auch noch so ein Waffenrad, das benutze ich nun nie. So, das heißt, wir müssen jetzt einfach die Nachausrüstung haben. Zack, das funktioniert wieder. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Genial. Hallo, wir sind doch alle Freunde. Aber Quark ist echt riesig, muss man sagen. Hallo, Kampfbot. Ah, das gab es auch im dritten Teil. Kann den Leuten zuwinken. Die winken dann zurück. Hallo. Übrigens, Quark hat nur drei Hände. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, was Quark für eine Rasse ist. Sie sehen sehr heldenhaft aus. Die merken das nicht. Hallo. Jetzt die Stimme. Muss ja aufpassen, dass er nicht hinguckt. Ja, guck mal woanders hin. Guck mal, hinten sind die letzten, die es miteinander treiben. Los, guck weg. Lass mich in Ruhe. Egal, YOLO. Okay, das lief nicht so gut. So unfair, wieso guckt er nicht dahin? Ach, schau, alles hier von vorne oder was? Egal. Jetzt kann ich das ja alles. Ja, ich bin's wirklich. Sag ihm,